Ja, New Devon. Die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe deinen Bruder hin. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Ja, und damit zum neuen Kapitel in guten wie in schlechten Tagen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 End of Thieves. Ich habe mal das Ganze ein bisschen dunkler gestellt, aber irgendwie kommt mir das immer noch sehr hell vor. Und ich spiele heute das Spiel das erste Mal mit dem neuen Rechner. Das heißt, ich hoffe wirklich, dass alle Einstellungen okay sind und noch viel mehr, dass das Ruckeln endlich aufhört, was wir hier zwischendurch schon mal haben. Ich bin gerade so fasziniert irgendwie von der Welt hier. Ich meine, der war schon richtig scharf, muss ich sagen. Das könnte man jetzt falsch verstehen. Auch so die Umgebung, die war auch sehr scharf. Sieh mal. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Hilfst du mir die Leiter hoch? Ah. Jetzt hat sie mich hier komplett durcheinander gebracht. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen wollte. Also ich hoffe, dass alles gut funktioniert. Und ich meine, dass die Grafik schon wesentlich besser aussieht. Was natürlich bei YouTube dann letztendlich ankommt. Keine Ahnung. Leider nicht so viel, wie man gerne möchte. Okay, aber ich finde es cool, dass wir jetzt mit unserer Frau mal zusammenspielen. Habe ich eigentlich... Nee, ich habe im Moment keine Waffe. Oder ich darf sie zumindest nicht ziehen. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja klar, aus der Luft. Echt unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles angesehen. Ich wollte vor allem dich finden. Klar. Ja. Wobei die Kolonie auch ziemlich geil aussah von der letzten Folge. Also man muss es wirklich mal sagen, es sieht hammer... Moment, da unten blinkt... Da blinkt was. Das ist gar nicht unten. Ah! Haha! Da war ein Schatz! Ich wollte gerade noch sagen, die Aussicht sieht so schön aus, aber nein. Da war ein Schatz. Was machen wir denn jetzt eigentlich, Schätzchen? Ich glaube, wir gehen hier links hoch, oder? Peinlich, peinlich. Ich weiß gar nicht, wie meine eigene Frau eigentlich heißt. Nein! Sie wollte mit mir reden. Kann sie auch springen? Hallo? Sie ist da unten. Wieso ist da unten? Wieso bist du jetzt da unten? Wenn ich da jetzt aber runtergehe, komme ich nicht mehr hoch. Mädel, sprich mit mir! Och Mann. Wieso kommt sie denn nicht einfach mit hier oben rum? Jetzt bleibt die irgendwo da unten stehen, oder wie? Na toll. Ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschubfluss aufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Schatz, warum erschreckst du mich so? Ja, jetzt, nein, geh runter. Sie möchte wieder mit uns reden. Komm, das müssen wir ausnutzen. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Yep. Henry Avery, 400 Millionen. 12 Gründer, hunderte Siedler. So ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Okay, dann hat sie sich wohl die Notizen zu Gemüte geführt. Okay, wir können da theoretisch... Ach so, da oben können wir rumspringen. Rumspringen vor allen Dingen, wie sich das anhört. Was macht sie denn jetzt da? Wieso springt sie jetzt da hinten rum? Schatz, ich dachte, wir werden uns nie wieder trennen. Ich geh doch mal hier rum. Ach, ja. Wie ging das? Mit X. Okay. Okay. Oh Gott. Da ist dein Auto. Wir müssen nur da hoch. Ich wollte gerade sagen, der führt hier Selbstgespräche, aber die Olle ist schon wieder da. So. Genau, spring du mal runter, erkunde mal die Gegend. Ich weiß nicht, ob wir da hinten hochkommen, das ist das Problem, aber ich denke mal, wenn wir schon... Wir sollten aber eigentlich auch oben links hinkommen. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich hin, oder? Oh. Das war gar nicht so tief. Ich glaube, ich hätte mir jeden Knochen gebrochen. Da kommen wir gar nicht hoch. Moment.
Ich dachte, ich soll hier rum, weil sie hier so schön reingesprungen ist. Schatz, wolltest du nur nackt baden? Dann sag es mir doch einfach. Ich hätte mich auch so ausgezogen. Okay. Ich guck mal, aber da können wir normalerweise nicht hoch. Das ist zu hoch da. Na, können wir... Naja, kann ich auch nicht mit dem X hin. Nee, okay. Dann... Moment. Y? Ah! Da kriege ich dich hoch. Super. So ist das richtig. Erstmal schön ölig machen. Oh. Ich weiß nicht, ob ich da gleich noch hochkomme. Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Nein. Hey, hier oben ist ein Weg. Das ist schön. Nur komme ich da nicht mehr hin. Drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Yep. Mach du mal. Ich warte so lange hier. Ich habe hier was. Warte. Was denn? Vorsicht, da unten. Okay, ich bin froh, dass sie mich nicht töten wollte, weil es hieß ja in guten wie in schlechten Tagen. Moment, wieso konnte ich jetzt gerade LB drücken? Hä? LB. Halten Sie im Stehen, LB gedrückt, um am Seil zu ziehen. Okay. Ah, okay. Ja, komm. Noch ein Stück. Kann ich mit dem da hoch? Ja, okay. Zu schwer. Wie zu schwer? Ach so, ich muss die... Ne, ich habe mich jetzt auch vertan. Ich muss die hier vorne reintun. Ne? Na, komm, komm. Wobei ich die, glaube ich, jetzt auch so ziehen kann. Schatz, ich komme dich gleich retten. Mit der Kiste zu dem Baumstamm da zu kommen. Nee, Kiste, echt? Baum, verstanden. Die ist ja clever. Das hätte ich nie gedacht. Hallo? Ja, komm, weiter. Ach, Moment, da unten ist noch was. Okay, ist ein bisschen kompliziert, muss ich sagen, mit dem X. Wow. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Schatz, du bist eine Gazelle. Nein, aber Wahnsinn, wie toll sie hier klettern kann. Die macht wirklich Tomb Raider alle Ehre. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Los, wir sehen uns drüben. Okay. Nein. Nein, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Fuck. Ich wollte endlich was einsammeln. Halbwegs. Ja, alles unter Kontrolle. Ja, dann spring doch mal rüber. Ja, ja, verstanden. Ja, toll. Da solltest du nicht hin. Nein. So ist brav. Hier drüben. Nate, kommst du da irgendwie raus? Nö. Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob hier jemand... Oh, funktioniert. Der war geil. Kann ich da rein? In der Zwischenzeit noch was gucken? Nee, ne? Das ist zu. Ich denke mal, ich muss... Oh. Ich hoffe, ich muss da lang. Bringst du mich jetzt mal nach oben? Wir sehen uns einfach hoch. Ja, genau. Kann man da rein? Also man kann da wahrscheinlich rein. Hat da gerade was geblinkt? Nee, das war nur hier dieser Stein, glaube ich. Ich komme so ein bisschen vor wie bei Monkey Island. Ja, komm. Komm hoch. Komm hoch.
So, Moment, dahin. Ja, mach bloß nicht X. Kein Thema. Kein Thema. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. Und hopp. Bis dahin hast du das richtig gut gemacht. Und wir wollen mal nicht in die Tiefe gucken. Das Problem ist nur, dann geht er auf die andere Seite, dann drücke ich da X und dann nimmt das nicht an. Mal gucken, wie es jetzt macht. Okay, jetzt kriegt er es auf einmal hin. Mir auch alles recht. Oh, 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 oh. Sie sind ins Wasser gefallen. Ach, das wollte ich nicht hören, Mann. Wer zum Teufel ist? Fass ihn wieder. Oh, Scheiße, es ist Drake. Hey, gut gemacht. Nichts dabei. Okay, wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Lass uns aber hier vorne mal kurz gucken, ob die vielleicht irgendwas... Na, sieht aber nicht so aus. Wieso sind die hier einzeln am Rumlaufen? Das macht mich sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Hm. Können wir hier... Hier können wir nicht klettern, oder? Vielleicht müssen wir doch vorne irgendwas machen. Achso. Ach, dass die NPCs auch immer direkt dastehen, wo man hin muss, das finde ich super. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Das finde ich nicht mehr so super. Also nicht die Sache mit dem Bewegen. Okay. Schatz, ich gehe schon mal vor. ich will hier jetzt nicht so einen riesen Radau machen. Rutsche ich da runter? Nein. Hallo, wieso komme ich da unten aus? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ich war mir gerade nicht sicher, ob er mich jetzt erkannt hat oder nicht. Gut. Da oben ist aber irgendjemand mit einem... Wieso kommt man denn da oben nicht hin? Das ist doch scheiße. Da kann ich schwingen. Das bringt mir aber nichts. Oh, der kommt auch hier. Oh, okay. So. Frage ist, kommt der auch nach hier unten? Weil der oben, der sieht mich vermutlich, wenn ich da jetzt hochkletter. Nein. Oh. Neven. Mann, geh da runter. Nein, da hoch. Boah, bist du ein Vollidiot. Echt. Na, komm ein Stückchen zu mir. Nein, nicht da hinten hin. Nicht da hinten hin, du Vollpfosten. Ach, ernsthaft. Dein Ernst? Muss jetzt noch pinkeln gehen oder was? Komm her. Oh, da ist ein schwer bewaffneter oben. Das ist nicht gut. Guck dir hin.
Okay, der hat mich nicht gesehen. Sehr schön. Wir müssen da hoch, nehme ich an. Das Problem ist, dass der Typ mich garantiert sieht. Und wenn er mich nicht sieht, dann sehe mich die anderen beiden. Das heißt, ich muss auf jeden Fall... Oh, ich habe gar keine Bomben mehr, sehe ich gerade. Ich muss auf jeden Fall da an der Seite hochhangeln. Wobei immer noch die Frage ist, ob sie mich dann sehen oder nicht. Versuchen wir es. Ja, das versuche ich nicht. Ich versuche erstmal den Typen hier. Okay. Psst, schlaf jetzt. Was ist das für eine Errungenschaft? Wie geil. Nein, nicht runter. Oh, Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Es gibt kein Entkommen. Scharfschütze! Ja. Ist gut. Also ist nicht gut, aber... Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Okay, ich glaube, die sind hier los. Oh nee, ich glaube, da soll ich doch lieber nicht hin. Wieso will Ralph Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Die wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgingen für sie. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Ich muss hier erstmal wissen, wo ich entlang kann. So, Moment. Da komme ich auch nochmal hoch, aber muss ich da hoch? Ich weiß es nicht. Oh, was ist das? Mal schauen, wo wir hier auskommen. Wow, sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. Ja. So ein Pech aber auch. Echt jetzt? Darf ich hier auch nochmal? Ah, jetzt. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat? Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Was war denn das links jetzt gerade? Ah ne, das war nur... Ja, ja, okay. Erwischt. Hab ich schon gesagt, dass ich die Autozähne hasse, weil wir dann öfter schon mal nicht mehr wissen, wie wir hier vorbei... Also wie wir weiterkommen. Ich denke mal, hier wird's... Ah, Moment. Noch ist es nicht so unübersichtlich wie in diesen einen, wo wir so viel rumgeballert haben. Was für eine verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Soll ich den jetzt holen? Oder soll ich da jetzt einfach runterspringen? Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich hier... Weil da hinten kann ich rüberspringen. Und wir steigen mal eben aus und gucken uns das an. Sie bleibt aber sitzen. Wahrscheinlich meint sie eher, dass wir das... Ich fahre mal hier runter. Mal sehen. Wahrscheinlich sterben wir jetzt. Doch nicht. Okay. Okay, sehen wir uns um. Kann ich das da oben nicht? Und hier war gerade was. Ah. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Das Wasserrad geht noch.
Tja, entweder reparieren oder wir klettern daran hoch. Sehen wir uns das mal an. Ja, dann würde ich sagen, reparieren wir das Ganze, ne? Krasse Farben hier. Okay. Achso, hier kann man runtergehen. Nein, hier kann man nicht runtergehen. Oh. Das könnte ich kaputt machen. Aber bringt uns das was? Damit wir da hochkommen wahrscheinlich, ne? Komm ich da wieder hoch? Was quietscht das so? Ach so, bevor ich das mache, Moment. Kann man da rein? Oh, da kann man auch nochmal was einreißen. Okay. Ich hätte jetzt gehofft, dass hier vielleicht ein Schatz sein könnte. Aber ich wollte gerade sagen, wo ist das Auto? Nicht das Auto klauen, ne? Nadine heißt sie, glaube ich. So. Ist jetzt ein bisschen doof, wie ich jetzt geparkt habe, ehrlich gesagt. Gehen wir mal eben aus dem Weg. Wieso versteckt die sich jetzt da drin? Och, dein Ernst. Ich kann hier, was weiß ich, wie hoch. Aber ich kann nicht da die paar Steine hoch, oder was? Genau, wir werden sehen, Schätzchen. So. Ja, das hat wohl nichts gebracht. Das Wasserrad steht still. Das hilft uns aber nicht. Na gut, versuchen wir etwas anderes. Okay. Muss ich da jetzt wieder, richtig zurückmachen, ne? Okay. So, Moment. Da kann ich das auch nochmal gebrauchen. Mal schauen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Und wenn ja, was es bringt. Aber fertig. Oh oh. Ich wusste schon, warum ich sie nicht ans Steuer lassen wollte. Jetzt komm ich hoch. Danke. Oh, ich dachte gerade schon, was ist das denn? Hier kann man nichts machen oder einsammeln. Kommen wir hier irgendwo hoch? Moment, da können wir raus. Doch, da können wir noch was machen. Die schöne Aussicht mal genießen hier. Ah, da war ein Schatz. Okay. Okay. Die müssen wir, denke ich, mal... Ah, da vorne hin tun. Okay. Das fällt bei dem ganzen Gequietsche hier von dem Rad sowieso nicht auf. Ja, komm, noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Nicht direkt da, wo ich dich hingestellt habe, aber egal. So. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ich würde sagen, darum. Noch nicht. Ich klettere höher. Man braucht einen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Okay, also da kann ich nicht hoch. Aber wo komme ich denn hin, wenn ich hier... Geh doch einfach nach rechts, Mann. Ja, genau. Nein. Ja. Es wäre schön, wenn du ein bisschen nach außen gehst, damit ich mal ein bisschen Schwung holen könnte. Hallo. Ja, nimm bloß nicht das Ding. Kein Thema. Frage ist, da kommen wir nicht weiter hoch, ne? Müssen wir irgendwo hier...
Ich guck mal eben hier rein. Guck mal von hier aus schon direkt weiter. Bis oben. Ja, toll. Oh, warte mal. Ich halte das Rad an. Okay, mach das. Ah ja, doch, ich denke, da komme ich dran. Okay. Mein Mädchen. Die Frage ist, muss ich da hoch oder muss ich da rechts hin? Wahrscheinlich rechts, ne? Okay. Ja, geh hoch. Los. Okay, er möchte nicht hochgehen. Dann müssen wir uns halt weiter hangeln. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Mach das. Ich fahre das Auto zum Aufzug. Ach so, die Winde. Sehr gut. So, was können wir hier mitmachen? Und was bringt uns das jetzt? Geschafft! Ja, scheint zu funktionieren. Hey, der Aufzug fährt. Komm her, schnell! Mist, ich komme! Oh, ich sehe schon, das wird wieder eine kleine Action-Einlage. Hallo! Hallo! jetzt? Vielleicht sollte ich... Oh, egal! Hey! Oh oh! Pass auf! Bleib unten! Nimm das Auto als Deckung! Ich versuche, sie zu flankieren! Halt sie auf! Vor allen Dingen, ich versuche sie zu flankieren, ist klar. Ich hab nicht mehr so viel Schuss. Wie viel kommen denn hier noch? Kommen überhaupt noch welche? Sieht nicht so aus, ne? Muss ich hier springen irgendwie? Anscheinend. Hier war keiner drauf. Wo ist der? Okay. Sind da jetzt noch mehr? Okay, mal sehen, was ich tun kann. No, es war so klar. Ey, Leute, ich habe noch 24 Schuss. Zu den 10. Position ist besser. Ja, das ist ja toll. Das Problem ist nur, ich habe keine Munition, Schätzelein. Ich hab nur noch einen Schuss.
wird es. Verdammt, da drin ist hier ein leichtes Ziel. Heilung. Ja, jetzt. Ja, ist ja gut. Halt, ich brauche aber Munition. Komm hier nicht hoch. Schatzi, ich rette dich. Ich komme aber nicht zu dir hoch. Ach, Moment, da hinten konnte ich doch springen, genau. Ja, geh hoch, komm. Los, 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 los. Du musst deiner Frau helfen. Heilige Scheiße. Bist du okay, Nate? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Na, komm schon. Ja, ja, ist ja gut. Du fährst. Sicher? Wieso ich? Das doch gut. Nach all dem brauche ich eine Pause. Nee, ich brauche eine Pause. Definitiv. Verdient. Überlegt? Diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. So. Hier können wir rum. Oder? Ich würde da jetzt Vollgas geben und da hoch, aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Ah. Hey, Vorsicht! Keine Chance, die Strömung ist zu schnell. Oh. Ja, ist ja gut. Lass mich doch mal drehen. Hallo. Verdammt. Geht auch nicht, ne? Ja, dachte ich mir schon. Dann fahren wir doch einfach außen rum. War da gerade? Ne, da war kein Weg. Da könnten wir eventuell oben springen, aber... Hallo? Dein Ernst? Wow, Moment! Meinen Sie Wildwasser? Ja, das ist ja ein geiler Hinweis. Nein! Scheiße. So, ich habe die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Der Damm da. Fahren wir durchs Schleusentor. Ja, wenn du mir das aufmachst, kein Thema. Oh, aber auf der rechten Seite... Sieht schlecht aus. Komme ich denn hier irgendwo hoch? Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder das ganze Stück nach unten zurück. Ah, Moment. Komme ich da hoch? Ja. Hui! Tarzan! So, wie können wir das Schleusentor jetzt öffnen? Das ist die große... Ah, okay. Dann mal los. Fahr los, Schatz. Ich mach das schon. Wie, das klappt nicht? Ich versuch das andere. Nein, das andere ist scheiße. Da kommt Wasser raus. Okay. Mhm. Da können wir rum. Oh! Das hätte man ahnen können. Vielleicht. So, hier ist schon alles halb kaputt. Tür Nummer 2.
Achtung, es kommt Wasser. Ja, aber nicht so viel. Das hier scheint zu gehen. Jetzt muss ich doch selber fahren, oder was? Sag mal. Ich habe keine Lust, Auto zu fahren hier in dem Spiel. Warum machst du das nicht? Alles gut. So. Links oder rechts? Das ist jetzt die Frage. Ich gucke immer erst links und das ist vermutlich wieder falsch, ne? Also klar. Okay. Da muss man einen rechten Weg nehmen. So. Gib Gummi! Nein! Verdammt, das war knapp! Naja. Wir müssen schneller sein. Ja, super. So wirklich Anlauf kann man hier ja nicht nehmen, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. So, Frage ist, machen wir das jetzt von hier unten aus direkt? Dann mal los. Nee, das kannst du vergessen. Willst du denn da so ein Speed aufnehmen, dass du da hochkommst? Oder? Ah, Moment. Lass mich nur gerade bleiben. Ach komm, wollt ihr mich verarschen? Mehr kann ich da nicht ausholen. Kann ich da eventuell hochfahren? Moment. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, die ich noch ausprobieren könnte. Was ist los? Zu viel Schlamm. Ich muss außenrum. Außenrum? Kommen wir da denn hin? Hey, vielleicht kommen wir da hoch. Gute Idee. Ja, das fühlt sich gut an. Sehr schön. Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Ich sollte nicht mal gleichzeitig fahren und gucken. Ich weiß. Ach ja, fahr bloß nicht einmal darum, wo ich reinlenke. Darum geht's nicht weiter. Nein, nein, fahr weiter. Ach. Okay, da kann man auch nochmal hoch. Wie stehen die Chancen, dass der Aufzug geht? Bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft, ein gutes Zeichen. Ja, ist relativ, ob das ein gutes Zeichen ist, ne? Ich werde auf jeden Fall hier vorne mal kurz gucken, weil da ist eine Leiter gewesen. Vielleicht versteckt sich da ja irgendwas hinter. Vielleicht aber auch nicht. Obwohl, hier ist eine Hütte. Bestimmt der Aufzug-Wärter-Typ. Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war. 5. Juni 1718. Eine weitere Landung unbeschrifteter Kisten kam vom Hafen aus flussaufwärts. Diese wurde jedoch von einer Gruppe bewaffneter Soldaten begleitet. Trotz einiger Bedenken begann ich, die Kisten auf Vollständigkeit zu überprüfen, bis mir eine Stimme in schroffen Tonen befahl, aufzuhören. Ich war entzürnt, dass mich jemand wie einen gewöhnlichen Gauner herumkommandierte. Aber als ich mich umdrehte, blickte ich in die Augen von Gründer Teff. Er war das erste Mal, dass ich einen der Gründer leibhaftig sah. Meine Kehle wurde trocken und ich rang mit den Worten, die ich sehr sorgfältig wählen musste. Ich erklärte ihm, dass ich den Inhalt nur auf ihr korrektes Gewicht prüfen wollte. Aber er sagte mir mit Nachdruck, dass dies nicht nötig sei.
Ich war erleichtert, als etwas anderes sein Interesse weckte. Um ehrlich zu sein, konnte ich einen Blick in die Kisten werfen, bevor Gründer Teff mich unterbrach. Säbel, Pistolen und Schießpulver. In Anbetracht der Anzahl der Kisten würde ich sagen, dass man damit eine Armee versorgen könnte. Ich habe Eleanor nichts davon erzählt, weil sie ihre gesamte Aufmerksamkeit dem Verschwinden ihres Bruders Jax widmet. Aber ich muss es meinen Freunden sagen. Die Gründung Libertalias beruht auf Idealen, und die es wert sind, verteidigt zu werden. Sogar gegen die Gründer selbst, wenn es nötig sein sollte. Sobald ich sicher bin, dass Eleanor und die kleine Abigail außer Gefahr sind, werde ich mich in die Stadt begeben, um die anderen zu informieren. Bis dahin werde ich mich bedeckt, jedoch meine Augen offen halten. Also Eleanor kenne ich, aber die wird anders geschrieben. Gut. Also, wir haben noch mal einen Eintrag gefunden. Das ist auch schön. Kann man hier durch? Schauen wir doch mal kurz nach. Ah! Sehr... Oh, hast du mich erschreckt. Sah jetzt aber auch aus, als ob dein Äffchen durchkam. Okay, sehr geil. Aber jetzt sollten wir uns der eigentlichen Aufgabe widmen. Nämlich, wie wir das Ding zum Laufen kriegen hier. So, das Wasserrad. Kann man da irgendwo rein? Ich kann hier nicht wirklich hoch, ne? Na doch. Okay, und ich habe die Kurbel. Nee, ich habe nicht die Kurbel. Nein! Aber das Ding läuft ja auch schon. Was soll ich denn hier noch machen? Soll ich denn überhaupt irgendwas hier machen? Das ist jetzt die Frage. Weil hier ist nichts zum Ziehen oder so. Oder kann ich hier einfach weiterfahren? Ah, Moment, da ist noch was. Hey, kannst du mir helfen? Genau. Weil ich ja so stark bin und das Ding so weit hochhalten kann. Na komm schon. Oh, die passt da wirklich gerade noch runter. Okay, wenn das mal gut geht. Hey, Baby. Ja, Libertad. Wunderschöne Landschaft. Und sie ist einfach wie unten. So hast du deine Meinung geändert. Du wärst fast... Und weißt du, dann war da noch dieses E. Wie schlecht. Ja. Wie schlecht. Okay. Kann ich auch loslassen? Muss ich hier wieder die ganze Arbeit machen, oder was? Klar. Okay. Komm, Puppe, fahr raus. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur...
Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Ist da halt? Ich will nicht Auto fahren. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Also ich liebe es, Auto zu fahren, aber ich mag hier in dem Spiel kein Auto fahren. Da hinten kann man wahrscheinlich auch nichts machen, ne? Ich denke ja immer, wenn ich jetzt hier einfach so in der Gegend rumfahre, dass ich wahrscheinlich irgendwo einen Schatz vergessen werde oder übersehen werde. Dann schaue ich mich um und dann knall ich irgendwo frontal gegen. Das ist dann ja oft so. Wo ist mir denn hin? In den Berg rein? Na? Da sagst du nichts mehr, Puppe, ne? Ja, ja. Schöne Spazierfahrt hier. Oh, da war doch was. Helena! Hey! Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Die werden wir wohl bald sehen. Geht's euch beiden soweit gut? Hallo? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen's. Over und out. Okay, und jetzt? Ich habe keine Ahnung, weshalb der jetzt... Achso, ich kann hier weiter. Ah. Ich habe keine Ahnung, warum der zwischendurch immer lädt. Das ist ja schlimm. Das kenne ich eigentlich nur von PlayStation-Tagen. Na gut, das ist natürlich leider ein Original-PlayStation-Spiel, was sie wahrscheinlich nicht großartig umgefrickelt haben, als sie es auf den PC gebracht haben. Das ist halt immer der Nachteil bei solchen Sachen. Komme ich da hoch? Au. Ja, so auf jeden Fall nicht. Kannst du nicht einfach dahin fahren, wo ich hinlenke? Muss ich hier überhaupt hoch? Das ist die Frage. Müssen wir über die Brücke rüber. Und festhalten. Das war so klar. Dreh um, wir fahren zum Wasserfall. Ich kann nicht. Die Strömung ist zu stark. Mach dich bereit. Nate? Wofür? Festhalten! Es ist Nate! Da, wir können die Felsen hochklettern! Okay! Los! Los! Geschafft! Na los! Nate! Das war ja besser. Wasserfall! Wasserfall! Nate! Bin okay! Bin okay! Oh, fuck! Komm in die richtige Richtung, los! Ich komm nicht dahin! Hab dich! So viel zum Wagen. Ja. Komm! Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Ja. Das klingt so, als ob die schon mal zusammen Abenteuer erlebt haben. Ich meine, ich habe ja keine Ahnung. Leider startet der Teil ja mit dem vierten Teil auf dem PC.
Deswegen kann ich da nicht allzu viel sagen. Allerdings haben wir hier schon eine riesenlange Fahrt hinter uns und ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen werden und den Rest dann in der nächsten Folge weiterschauen werden. Bis dann. Ciao.